Hallo und willkommen im Landefeld Online Magazin. Diese Art von Sicherheit kennen Sie alle. Aber auch im Bereich der Kupplungstechnik hat sich hier einiges getan. Dies hier sind sogenannte Sicherheitskupplungen. Sie werden von der Berufsgenossenschaft empfohlen und nach ISO gefertigt. Diese bieten euch im Vergleich zu einer Standardkupplungsdose einen immensen Vorteil. Doch schauen wir uns den Unterschied an. Nehmen wir als erstes unsere Standardkupplungsdose zur Hand. Von dieser Seite aus steht Druck an. Wir stecken nun unseren Kupplungsstecker in unsere Standardkupplungsdose. Müsst ihr euer System nun trennen, steht dieses unter Druck. Haltet ihr den Stecker nicht fest, kommt es zum sogenannten Peitschenhieb-Effekt. Solch einen Effekt möchten wir natürlich vermeiden, denn es geht schließlich um Ihre Sicherheit. Aus diesem Grund verwenden wir eine Sicherheitskupplung. Die Kupplungsdose ist hier der entscheidende Part der Verbindung. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie Sie hier sehen können. Von der Entlüftung über die Schiebehülse, die wir auch als Ecoline-Ausführung haben, bis hin zur Schwenksicherheitskupplung, bei der die Entlüftung über das Ausschwenken funktioniert und natürlich die bekanntere, die Druckknopfkupplung, bei der die Entlüftung über das Betätigen des Druckknopfes funktioniert. Das System ist komplett Nennweite 7 kompatibel, aber auch für die Nennweite 10 hat Landefeld eine Kupplung der Firma Sane im Programm. Verwendet aufgrund des höheren Verschleißes bei einer Sicherheitskupplung immer einen stahlgehärteten Stecker der entsprechenden Nennweite. Doch kommen wir nun zum angesprochenen Sicherheitseffekt. Wir schließen unsere Sicherheitskupplungsdosen an unsere Versorgungsleitung an. Nun steckt ihr den Stecker, genau wie bei einer Standarddose, in eure Sicherheitskupplungsdose ein. Beim Entriegeln kommt es zum angesprochenen Sicherheitseffekt. Ihr betätigt die Entriegelung, die Dosenseite sperrt ab, eure Steckerseite wird entlüftet und bei nochmaligen Betätigungen der Entriegelung kann der Stecker sicher und einfach entnommen werden. Bei unserer Schwenksicherheitskupplung sieht der Prozess wie folgt aus. Ihr steckt euren Kupplungsstecker vorne in die Schwenkkupplung ein. Beim Einschwenken in Durchflussrichtung wird die Dose freigegeben und es herrscht Durchfluss. Müsst ihr eure Verbindung wieder lösen, wird die Schiebehülse nach unten gedrückt. Ihr schwenkt den Stecker aus. Dabei wird die Steckerseite entlüftet, die Dose sperrt ab. Und ihr könnt den Stecker einfach und sicher entfernen. Kommen wir zur Schiebehülse. Auch hier wird der Kupplungsstecker einfach von oben eingesteckt. Müsst ihr euer System dann wieder trennen. Findet hier die Entriegelung über die Schiebehülse statt. Ihr drückt diese nach unten, die Dose sperrt ab, die Steckerseite wird entlüftet und bei nochmaligem Betätigen kann der Stecker entfernt werden. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema Sicherheitskupplungen näher bringen, denn eure Sicherheit liegt uns am Herzen. Wenn ihr weitere Informationen zu Sicherheitskupplungen oder Kupplungstechniken benötigt, folgt uns weiter in unserem Landefeld Online-Magazin oder auf www.landefeld.de. Vielen Dank.